Hat der einen Konfetti-Shooter? Wir sind jetzt so in einer Metzgerei. Mittlerweile noch Pampa wieder einmal. Das Ganze schaut sehr touristisch aus. Ja, ja. Grüß Gott. Dr. Isingabe. Kuh? Läuft doch. Kuh? Ja, oben ist ein Rinderkopf. Beef. Steak. Steak. Was ist Steak? Hast du den Turm gekocht gelernt? Schon. Ah ja, so gut, hast du gleich gehört. Alles mal eine Zeit. 150 Gramm, schon viel, ja. Ja, aber mit Nudeln und das ist schon. 120 sind 600, 700 Gramm. 700 Gramm. 700. Er kann Englisch. Ja, ja. 700 Gramm. 700 Gramm. Ja. Hast du noch genug Teelöffel? Oder soll ich ein paar aus dem Auto holen? Wie groß? Mini oder groß? Man hat sich nicht entscheiden können. Auf jeden Fall, der Schweizer ist da präsent. Girisch? Girisch. Da geht's anscheinend hin. Jawohl. Was werden wir jetzt da alles reinschmeißen? Karotten in kleinerer Ausführung als Kornen. Ah, schwimmen, hä? Ja, aber noch nicht in den. Ja, ja. Zack. Spalt die Karotte zum zweiten Mal. Die will nicht gegessen werden. Der bekommt doch Marco. Das ist eine reichhaltige Auswahl an spaßbringenden Getränken. Ötztal-Serie. Fleisch haben wir schon im Tiefkühler, ha? Huh? Ob das jetzt hingeraumt? Ja. Okay. Und sitzt da hinter mir auch ein Moped drin geparkt, oder was? Ganz so, heute ist easy going gewesen. Ganz entspannte Fahrt, lässige Straßen, spät aufstehen, spät losfahren. Lecker Pizza in Türkei essen mit Chicken Nuggets und Zwiebelring. Und heute Abend gibt es ortstypisch asiatisch mit Asianudeln, frischem Gemüse, Sojasauce, Sweet Chili Soße und Et. Das ist das Fleisch in der Türkei. Und gut wirklich war. Yeah, it was today a very good race. We had a very good start. We went first to the tool shop and we had some fixing of the car. We had to change some tires because we chosen the soft tires. It was not good for the rally, you know, on this hard ground. It was very tough and one driver could not support this very good underground. It was very grippy, it was good, but the tires were too soft. So we changed the tires and we went off, then we had a long straight, I went down very fast, then came this hard corner left, and I went in and the tires were a bit slipping, so the tires, okay. So I would thank all the team for a good job and also the Austrian crew here for a very good food. I got the carrot, it's very, very healthy. I think tomorrow will be, yeah, thank you.